MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen auf der Karte Regierung Gründorf Version 3. Wir sind wieder zurück. Eine Linie habe ich euch schon gezeigt. Link dazu in der Infokarte. Das war damals die 77. Heute gibt es die Linie 71 zu sehen. Stehen an der Schubertstraße. Und wir fahren mit einem Mercedes-Benz Citaro Facelift LE. Dieser wurde mir zugeschickt von meinem Zuschauer André. Herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal dafür. Ein privat gemoddeter Bus mit dem Stiller Reisen. Hey, sympathisch, freundlich, zuverlässig. Wie nett ist das denn? Sieht auf jeden Fall sexy aus, ja. Cooles Repaint. Wir starten die Kiste erstmal. Und ich sage euch an dieser Stelle erstmal, was so neu ist. Ja, Sounds sind neu, Texturen sind neu. Dashboard ist auch neu, sieht man hier auch mit dem ZF-Gangwahltasten und so weiter und so fort. Ja, dann irgendwas mit dem Retarder, noch keine Ahnung. 90 km/h fährt das Ding, mega geil. Rollo, haben wir jetzt hier so ein kleines, ja. Für ein großes hat es leider nicht gereicht. Haben wir diese Farego-Ticketbox, auch die kennen wir. Türgeschwindigkeiten sind auch neu. Ja. Schön schnell, so muss das sein. Matrix ist neu und Sichten sind auch neu. So. Wir geben das erstmal ein. Das ist die Linie 71 zum Preußweg. Viertelstunde fahren wir, ganz entspannt. Und dann gucken wir uns erstmal die Matrix an. Ah, guck mal, hier erscheint die 1 nicht. Kleiner Bug noch an dieser Stelle. Da haben wir die Matrix. Auch die Matrix kennen wir schon irgendwie aus einem anderen Facelift. Wie ich das sehe, ist das auch eine Überlandfront hier, ja. Sehr schick. Gut, Kennzeichen ist beim Facelift ja leider immer so, dass es beim Repaint eingegeben werden muss. Kann man also nicht in dem Bus-Auswahl-Menü machen. Auch da gibt es einen Trick, dass man das machen kann. Ist hier aber nicht umgesetzt. Übrigens, die Türtaster, ne, auch die sind, ja, schon ein bisschen abgenutzt, ja. Okay. Ich denke, das passt. Und dann haben wir noch so ein E-Ticket-System hier. Da hältst du das dran und so. Sehr cool. Innenanzeige auch schick. Sitzbezüge in einem schönen, eleganten Schwarz. Auch cool. So. Wir machen die Hilfsfeile noch an. Ja, irgendwie mit Omni-Navigation, das spackt mir momentan ein bisschen. Jetzt mache ich etwas, was ich lange nicht mehr im Let's Play gemacht habe. Ja, ich werde erstmal die Dose öffnen. Und mir erstmal einen Schluck Booster XXL an dieser Stelle gönnen. Prost. Und dann fahren wir vor zur Starthaltestelle. Autodealing haben wir nicht. So, auch hier haben wir nach wie vor noch den Bug, dass die Menschen ein bisschen taubstumm sind. Nix sagen, ja. Keine Ahnung, habt ihr mir geschrieben, ist bei euch auch so. Leider noch ein kleiner Bug bei dieser Karte. Wenn es ein Update dazu irgendwie geben sollte, irgendwie ein Patch, dann schickt mir gerne einen Link dazu in die Kommentare. Und dann fahren wir los. Bitte abfahren, jo. Machen wir. Der Spiegel ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen buggy hier. Der rechte Außenspiegel. Facelift LE, lange nicht mehr gefahren im Let's Play. Deswegen schön, dass er heute wieder zurück ist. Ja. Karte ist okay, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ihr habt mir auch geschrieben, dass ihr... Also, ich habe ja damals meine Work-in-Progress-Variante vorgestellt, in der Beta noch. Das war sehr nett, dass ich das schon im Voraus mal ein bisschen zeigen durfte. Es hat sich eine Menge getan, habt ihr gesagt. Und das finde ich auch. Es sieht deutlich besser aus als damals noch in der Beta-Version. Wenn ihr auch die Karte mal testen wollt, könnt ihr machen. Link ist dazu in der Beschreibung. Ihr braucht keine Payware-Add-ons.
braucht, glaube ich, sowieso halt relativ wenig irgendwie an Zusatzobjekten. Also wer da so ein bisschen Probleme hat, der dann mit dem Installieren. Oh, muss halt immer ruckeln in der Kurve, naja. Was ihr auch gesehen habt, Tür ist ein bisschen dunkler gehalten hier. Hier. So, ja, hat Vor- und Nachteile und die Türen sehen auch anders aus. Habt ihr gesehen hier unten, ne? Gut, auch hier diese Fahrertür ist halt auch neu. Was heißt neu? Normalerweise so nicht im Facelift drin. Also hier 1, 2 und 3 kann ich zum Beispiel nicht anklicken. Das ist jetzt nur Deko. Wird übrigens auch anders genannt, dieser Bus. Und zwar in der Ausführung der Medenbach Traffic GmbH. Also nach realem Vorbild gebaut und gemoddet, dieser Bus hier. Grundorf Schulzentrum war die Anhaltsstelllinie 77. Also ich zeige euch heute noch diese Linie hier, die 77 habe ich euch schon gezeigt. Und dann wird es auch mal den Schulbus geben. Und dann hätte ich jetzt erstmal genug gezeigt für meine Begriffe. Wenn ihr da noch zusätzlich was sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, boah, diese eine Linie, zeigt die unbedingt. Die will ich sehen. Also beispielsweise die 72 habe ich euch damals in der Beta gezeigt. Und wenn ihr sagt, oh, ich will unbedingt sehen, was sich da jetzt konkret auf dieser Linie verändert hat. Ich will jetzt unbedingt mehr das Splitscreen reinmachen. Und parallel das Video aus der Beta abspielen und so. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann schreibt das gerne. Aber ich selber habe es jetzt nicht geplant. Wie gesagt, so geil finde ich die Karte auch nicht, dass ich jetzt alle Linien abfahren muss. So, kommen sie rein, können sie rauskicken, ne? So, hinten keine Türverzögerung. Sehr gut. Was mir in der Beta damals schon aufgefallen ist, dass es halt viele Haltestellen gibt, wo du hier so eine Wendeschleife hast und da immer durchfahren musst. Jetzt mittlerweile ergibt das auch Sinn, warum das ist, weil jetzt hier zum Beispiel die 77 in dieser Wendeschleife die Endhaltestelle hat. Und Grundorf Schulzentrum, ja komm, schalt mal weiter bitte. Deswegen, leider bei solchen Wendeschleifen springt dann die Ansage meistens weiter. Ja. Könnte man auch irgendwie noch so einen Gong einführen. Gong, nächster Halt. Hochhaussiedlung, ja. Wenn ihr das nur so sagt, ist das halt relativ langweilig. Ja, das Gute ist, die Fahrgäste meckern nicht. Weil sie ja top schon sind. Keine Ahnung. Ist irgendeine Seuche ausgebrochen hier in der Stadt. Hochhaussiedlung hat man hier aus Starken genommen, auch nicht verkehrt. Die Objekte, ne? Die ja so heute teilweise noch vorzufinden sind. Ganz interessant, wenn ihr mal da seid irgendwie. Guckt euch das mal in der Realität an. Das sieht fast noch genauso aus wie in den 80er, 90er Jahren, wo Omsi ja hauptsächlich spielt. Die Ampeln habe ich glaube letztes Mal schon gelobt. Das sind nicht die Spandau-Ampeln. Gefallen mir äußerst gut. So, warum man jetzt hier 30 macht, weiß ich auch nicht. Breite Straße ist es auf jeden Fall hier. Ja. Das habe ich auch letztes Mal gesagt schon. Wer Omsi Anfänger ist, wie gesagt, von der Installation her geht's. Ist relativ easy und jetzt hier, wenn du so beide Straßen hast, so, dann kannst du halt auch als Omsi Anfänger hier mal so ein paar Runden drehen. Wenn der jetzt nur Grundorf als Linie 76 oder nur mit der Linie 76 zu langweilig sein sollte. Warum hat er jetzt hier schon weitergeschaltet? Linie 76 wird auch mitgeliefert, aber wie gesagt, das muss ich euch dann auch nicht zeigen. Was ja halt nur eine Grundorf-Ausbaukarte. Bitteschön. Sound hat sich nicht verändert.
Aber sieht schick aus, muss man sagen. Da waren wir doch eben schon. Julisstraße. So, A2 nach Hannover. Könnte man auch in einer V4 vielleicht mal bauen, wie eine Autobahn oder so. Und wenn es halt nur eine Abfahrt ist, also wie man das auf manch anderen Karten hat, wo du dann auf eine Autobahn rauffährst und fährst dann halt nur bis zur nächsten Abfahrt und so, das reicht ja. So als kleine Kostprobe, ja. So, hier Bahnübergang. Ach, guck mal, hier Reichelt hat man mit so einem Schild da gemacht. Das ist ja cool. Wobei der Reichelt halt auch aus den 80er Jahren noch ist hier. Also es wirkt halt nicht so, als würde die Karte in der heutigen Zeit spielen, ne? Außer dass du natürlich überall eine DFI hast, passt jetzt auch nicht so rein in 80er Jahre, aber... Ja, aber so für zwischendurch ist die Karte wirklich geeignet. Kann ich euch schon eher eine Empfehlung dafür aussprechen. Gerade auch für OMSI-Anfänger. Also, wenn ihr jetzt wirklich eine Herausforderung haben wollt oder so, oder richtig krass die Vielfalt, Abwechslung, dann ist es vielleicht nicht die richtige Karte für euch, ne? Aber so als Anfänger oder mal was Entspanntes, wo dir nicht allzu viel passieren kann, dann kann man diese Karte auf jeden Fall mal nehmen. Ja, Gebrauchtwagen Spandau, ne? Das expandiert oder so, keine Ahnung. Ja, Dashboard können wir nicht verstellen, okay. Das ist halt eben auch der Grund gewesen, weshalb Morphy dann ja sich für das Urbino-Familien-Cockpit da entschieden hat. Damit man das halt verstellen kann. Auch das ist ja mittlerweile öffentlich, ne? Freue mich trotzdem über 10.000 Zuschauer bei der Preview. Das war echt krass von euch. Wie ihr dieses Morphy-Pack angenommen habt. Aber ist halt immer noch in einem Beta-Status jetzt online, ne? So, gerade aus der Depot habe ich euch auch schon gezeigt, dass es da irgendwie nur 8 Stellplätze gibt oder so. Bisschen zu klein geraten halt, ne? So, jetzt die Nordstraße hatten wir, jetzt kommt Schwimmbad Ost. Das ist ja auch so ein spannender Einkaufszentrum. Schwimmbad Ost. Ja, gut, Schwimmbad. War ja fast schon klar, dass es das Bräunungscenter aus Spandau ist. Aber das kann man hier sehr, sehr gut verwenden. So, das hier müsste eine abknickende Vorfahrtstraße sein. Das habe ich auch beim letzten Mal schon kritisiert an anderen Stellen, dass das mit der Vorfahrt manchmal ein bisschen unglücklich gewählt ist. Manfred, moin, Digga. So, also Depot. Das muss man halt noch ein bisschen vergrößern. Das ist echt zu klein. Das wäre auch mal ein cooles Feature für OMSI, dass dann nachts alle Busse wirklich auf dem Betrieb so fahren und dann dort abgestellt werden. Könnte man auch in einer nächsten Bussimulation machen, werden sie aber nicht machen, leider. Ah, das wäre echt geil, ey. Dass die KI auch so sich abstimmt, dass sie sich nicht behindern da auf dem Hof. Ja, hab da gerade ein bisschen Rasen gesehen, da ist das Spline nicht richtig an den anderen Spline gelegt worden.
Kleiner Flüchtigkeitsfehler. Jetzt sehen wir auch, warum das hier Region Gründorf heißt, ja. Weil wir auch ein bisschen Umland zu sehen kriegen. Ein bisschen Überland. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut hier. Überlandgestaltung ist völlig in Ordnung. Auch schön hier mit Autobahnschilder, Bundesstraßenschilder. Das ist vollkommen in Ordnung. Und sieht auch tatsächlich besser aus als auf der ein oder anderen Payback-Karte, ja. Überlandabschnitte. Mir würde sofort ein Add-on einfallen. Ist auch mit Leitplanken, auch das ist wichtig, dass man die da hat. Auch schön umgesetzt. Also es gab zwei Varianten, das möchte ich noch hinzufügen für diesen Bus. Einmal mit Extras und einmal ohne Extras. Ich dachte mir schon, ja, wenn schon, denn schon, ne? Also das ist die Variante hier mit Extras, so hieß die. Aber mir gefällt die Sicht hier auch ganz gut. Beim Morphe ist natürlich noch ein bisschen geiler, weil wenn du halt von hier, von der Standardperspektive einmal nach rechts schaltest, dann siehst du halt auch die Tür ein. Das macht gerade an Haltestellen sehr, sehr einfach. Hast du hier leider nicht. Und auch hier hast du halt die Perspektive, dass du wieder nur in den Spiegel guckst. Beim Morphe hast du dann irgendwie so eine Sicht oder so, ne? Also beim Morphe V5. So, nach wie vor Fahrradwege, obwohl wir keine Fahrradfahrer hier haben. Sonst bräuchtest du ja das Hafen-City-Add-on und naja. Entschuldigung, war ich ein bisschen voreilig, ne? Oder sie waren einfach zu langsam hier. Leider sehr wenig los hier auf den Straßen, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Neukircher Markt. Wenn hier der Markt sein soll, dann ist echt... Na gut, die Menschen sind alle taubstumm, nichts los auf den Straßen, alle tot irgendwie. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ganz verrückte Stadt. Boah, so eine Haltestelle in der Kurve hasse ich ja, ne? Willst du doch noch einen Fahrschein? Mensch, die eine Station kannst du auch so mitfahren. Jetzt habe ich so einen Gong gehört, aber so ganz, ganz leise. So, das ist der Preußweg, okay. Geh doch aus, du scheiß Scheibenwischer. So, Feierabend. Gucken wir uns mal den Preußweg nochmal an. Ja, bis mit dem Malkasten gearbeitet. Was ist das hier für ein Tümpel? Ah ja. Ja, ist okay. Aber viel los ist hier nicht. Ein Fahrgastunterstand würde jetzt auch fehlen. Aber dafür hast du hier so eine hässliche Holzbank. Okay. Gut. Nö, das soll es gewesen sein. Ihr dürft gerne auch nochmal ein bisschen was zu dieser Linie beitragen, wenn ihr noch irgendwie eine Meinung haben solltet. Auch gerne zum Bus, ob er euch gefällt oder nicht. Wie gesagt, ist privat, keine Anfragen bitte. Oder Download-Link sehe ich auch häufig. Download-Link, please. Nein, Digga, ist nicht. Fällt aus, wegen ist nicht. Seid mir da nicht böse. Und ich sag Dankeschön fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut. Ciao, ciao.